motiviert, Animes zu gucken oder Fortnite. Ich habe das Gefühl, dass so alle auf meinem Bildschirm gucken. Ih, Digga! Was ist denn das? Ich dachte, es wäre warm hier. Was ist das? Hä? Seht schon im Titel. Kanye West, Listening Party. Ich kann mir das nicht entgehen lassen. Pepe Cardi ist angeblich in Italien. Ty Dolla $ign, die waren auch schon beim Spiel, beim Interspiel gegen Atletico. Eigentlich wollte ich ja schon Dienstag rübergehen, aber ich hatte Termine, deswegen konnte ich nicht. Ja, also Donnerstag. Heute ist das Konzert. Ich hoffe, ich kann euch oder vielen, die nicht die Möglichkeit haben, da hinzugehen, euch mal Eindrücke geben und zeigen, wie das ist. Mit dabei sind Roat, Kalle und Dori. Lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da. Dafür, dass ich nach Mailand fahre. Guckt euch mal Toiletten an in Mailand, wie neu, modern. Was ist das? Ich will da nicht mal reinkacken, aber ich kacke jetzt trotzdem rein. Wir sind eigentlich safe der Meinung, dass Cardi kommt, ne? Ja. Ich habe gleich schon einmal live gesehen, aber das war halt bei Travis Scott und so. Cardi! Cardi ist auf Liebe! Cardi ist auf Liebe! Dieser Trip wird auch so ähnliche Vibes haben wie Travis Scott in Rom. Da war so alles, die ganze Stadt war so in Utopia. Ich glaube, hier ist Virtus. Hey yo, who's going to CEA tonight? Verpiss dich, du Hansohn! Warum sagst du, ist Kanye der Goat? Er ist Drake, er ist EA. Erstens, Drake kann keine Alben machen. Drake kann nur einzelne Songs gut machen. Sein letztes Album ist geil, zum Beispiel. Border Dogs, Dogs. Nicht engere Auswahl. Drake ist ein Schwanz. Real Rap. Der ist auch lang. Oder der ist auch lang. Digga, würdest du? Wie würdest du dich aufsetzen? Digga, weißt du, wie oft ich mir das Video angeguckt habe? Digga, es guckt deine Mama das Video. Ach ja. 32. Das war's wieder. Guck mal, wow, wie die Fettsäcke sich da reinquetschen müssen. Yeah. Grazie, amore. You go to Kanye West concert, listening party from Vultures. Welche der Vianare? Wird geil. Florian hat mir vorhin erzählt, es saß ein sehr hübsches Mädchen neben ihm. Auf jeden Fall ist er dann aufgestanden, neben ihr ist hoch zu seinem Koffer gegangen, hat seinen Koffer aufgemacht, hat Parfüm rausgenommen und neben ihr so Parfüm gesprayt. Ja, wenn du Jacke wieder hingesetzt. Ja, wenn du Jacke ausziehst, du bist am Mocken. So. Ja, das ist schlau. Ja, aber ich hab direkt neben ihr. Ich hab ihr mein Wasser geschickt. Was dachte die sich so? Ja, was dachte die sich? So, Freunde, das ist das Zimmer von mir und Dori. Digga, die Tapete. Ah. Dori, was sagst du zum Zimmer? Guck mal, ich sag so wie Omid, danke, dass ich schlafen darf. Warum Dori? Werd nicht frech. Eli Geller, komm, Platin. Yeah. Guck mal, wie nass ich bin. Nur weil ich mich geweigert habe mit dem Regenschirm. Aber ich war Poker. Ich glaub das nicht. Kauft ihr euch Regenschirme? Junge, ich wurde gerade so geflamed. Der ist so kalt. Der auch? Dann gib mir wenigstens Props. Die sagen, seit Tag 1 Regenschirme ist die Meta. Wo gibt's die Regenschirme? Die ganze Zeit gesagt. Ey, ihr seid die Größten. Ich schwöre. Oh mein Gott. Ich wurde gerade sogar off-cam so zur Sau gemacht. Ich wurde so durch den Kakao gezogen. Und guck mal, wie die beiden jetzt hier rumlaufen. Durch den Kakao gezogen? Bin ich jetzt auch? Na, ich! Kalle will die ganze Zeit, dass wir den Props nehmen, deswegen. Wegen Junge, so wie ich gerade zur Sau gemacht worden bin. Leute, habt ihr auch alle Regenschirme wegen Kalle? Oder alle wegen Kalle? Kalle. Hast du auch Kalle gesehen? So, mein kleiner Roat. Wir kommen jetzt beide in ein Alter, wo langsam so Frauen und so schön und gut. Kultur von verschiedenen Städten, von verschiedenen Ländern. Ja? Die zu appreciaten. Wenn du nach rechts guckst. Ja? Siehst du den Mailänder Dom? Also da ist der. Wow! Nein, Mann! Die Fresse, Junge, was bist du für ein Opfer, Digga? Sogar Eldos fand das cool. Vielleicht hat er mich auch angelogen. Eldos, lüg nicht. Ich bin auch runtergefallen gerade. Machen wir langsam Sorgen. Wir verlieren unseren Bruder Sydney. Das ist eine schöne Story, Digga. Ey, folgt mir auf Snapchat, wenn ihr ein paar Storys sehen wollt. Wir schicken gerade Roats Mama ein Bild von uns hin. Guck, was für ein Regenschirm. Wie süß. Die kleinen Kinder, schöne Grüße aus Mailand. Okay, seine Sicht. Komm mit. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Das war's? Alter! Kurze Frage an nochmal jüngere Zuschauer. Nein, ist nicht schön. Findet ihr es hier schön? Ich finde es hier sehr, sehr, sehr schön. Sehr, ja? Ja, sehr. Wie alt seid ihr? 17. 17 oder 18? Weil Roat sagt, ihn juckt es hier nicht. Sieht aus wie so die Schuhe von irgendeinem Superhelden. Die ausgestellt von Batman oder so. Das ist wirklich falscher Ehrgeiz. Was? Das ist was raus, Mann? Wir sind jetzt wieder. Ih, Digga, wie nass ist dein Schulter? Ja, Mann. Also, ja, hast du deinen Arm aus dem Dings raus? Achso, du bist wirklich zu fett für. Chat, er ist zu fett für den Regenschirm. Bleib mal stehen. Weil sein Volumen ist größer als der des Regenschirms. Mann. Und deswegen ragt er über den Umfang des Radiuses vom Regenschirm hinaus und seine Schulter wird nass. Wir sind jetzt in der Hotellobby. Wir wollten uns um 19.40 Uhr treffen. Also 19.57 Uhr. Ich war pünktlich.
bin an die Bar gegangen, tut mir leid. Ich bin jetzt auf dem Weg, jetzt geht es los. Erstes Mal, dass ich beim Kanye-Konzert bin, so eine Listening-Party. Es gab es in Miami, dann gab es in Las Vegas, dann gab es in Chicago und jetzt hier. Es war auch noch in 2 Tagen in Bologna und in 3 Tagen in Paris. Aber wir sind die Ersten in Europa, das war auch wichtig für mich. Ich bin jetzt bei der Arena. Sieht voll scheiße aus, Digga. Schau, wie alt es aussieht. Du hast irgendein altes Haus in Berlin. Ich bin gespannt, aber ich habe schon gesehen, wie es innen drin aussieht. Sehr mystisch, wie bei Travis in Rom. Die Leute kommen aus ganz Europa, weil es so besonders ist, Kanye West live zu sehen. Alle aus Europa kommen nach Mailand und sind jetzt hier. Sil, was sagst du? Es ist hier so hektisch, ne? Es ist so hektisch und irgendwie unorganisiert. Ich habe bis jetzt 3 Leute gesehen, die hier gearbeitet haben. Der Rest ist hier einfach so Freestyle, man kommt einfach rein. Ich hoffe einfach, er wird nicht mit Maske kommen. Weil das nimmt irgendwie so, als ob er nicht da ist, ist es dann, glaube ich. Ich will ihn ohne Maske sehen. Und Cardi auch ohne Maske. Beide bisschen. Egal. Guck mal, wie trocken hier immer der Boden ist. Ja, das wird nicht so eine Hartz-IV-Show. Nein? Guck mal, allein wie trocken der. Wir müssen Reihe 6, wir sind Reihe 6. Clean. So, ist auf unserem Plätzchen. Wir haben eigentlich perfekte Plätze, muss ich sagen. Perfekt, ich bin sehr gespannt, ich freue mich so doll. Auch die Bühne. Guck das einmal an. Das ist einfach gar nicht. Das ist normal. Einfach ein Boden. Das ist einfach ein Boden. Deswegen ist es auch hier so eine Hartz-IV-Halle, ne? Also, er hat ja vor ein paar Tagen eine Story gepostet, so richtig Hartz-IV-Story, wo er gesagt hat, ob irgendjemand eine Halle klären kann. Okay, Top 5 Songs von Vultures. Back to Me, Stars, Problematic und natürlich Fucks Up und Carnival. Carnival ist das Beste, mit Abstand. Es gibt hier Merch, aber sein Merch kostet online $20 nur. Ja? Das 40. Aber jetzt ist für jeden erschwinglich machen. Das ist ja mäßig gratis, Digga, für ein Shirt, aber es wird bestimmt auch Arsch. Mit dem Doppeladler. Oh, Digga, Schock. Ich will da trinken holen. Licht aus dem Ausgang. Oder, ich hab so geschrieben, und wenn das jetzt 5 Minuten Licht aus ist. Ich komme nicht in den nächsten 10 Minuten. Chillt eure Eier. Wir haben 6 Drinks geholt und wir sind 4 Leute und 2 davon trinken nicht. Das sieht unnormal geil aus, ne? Muss ich dran gewöhnen. Ja, das sieht geil aus. In Kürze kommt ja Vultures Tour raus, Anfang März. Also. Hola, Dride! Mann, Bro, guck mal! Mann, Digga, sogar on cam, Digga, alle gucken mich an, Digga! Oder überhaupt zum Film bist du was? Was ich sagen wollte, ich hoffe, es wird auf Vultures 2 rauskommen. Vultures 2 Songs geplayed, weil in 2 Wochen und 3 Wochen wird Vultures 2 released. Zweites Album von Vultures. Und es wäre eigentlich angebracht, dass er langsam ein bisschen Hype aufbaut, deswegen kommen locker ein paar Songs. Robert, was sind deine Erwartungen? Alter, ich schwöre, Alter, man ist richtig geflasht. Meine Erwartungen, ich sag, es wird sehr cool. Hä, die laufen hier vorbei, als wäre keine Ahnung.
Lawsuits and furniture when I got a pistol. Real nigga couldn't
aber bringt nichts. One more song, one more song. Go, 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 ich glaub, das Ende. Fandet ihr? Ja, es war sehr nice, Alter. Obwohl er nicht mal ein Mikrofon hatte. Oder die war einfach nur unten am Gewalt. Für Listening Part ist sehr nice. Aber man hat sie gesehen, auch als er weg war, die Liebe zu dieser Musik von den ganzen Leuten. Ja, das waren so hyped einfach. Das hat man voll gespielt. Und alle sind eine Stunde geblieben, wirklich eine Stunde. Sind eine Stunde geblieben, halb ist er nur niedergegangen. Digga, hat da jemand gerade Partysong gesungen? Hey, ist Kalle, Malle Kalle ist hier! Aber ohne Scheiße, selbst als nicht so Kanye-Fan, so, ich höre ihn nicht aktiv. Das war schon crazy. Oder man muss überlegen, er stand da unten, alle standen da unten ohne Mikrofon, die haben einfach nur dazu gewalkt und die Halle hat gebebt. Ich schwöre, das war crazy. War, also, und Kanye strahlt wirklich eine Aura aus. Er hatte eine Maske an, wir haben ihn nicht mehr gesehen. Und ich suche jetzt die Aftershow-Party von Kanye. Wo bist du? Trotzdem Team OVO. Kanye und Cardi, wo seid ihr? Wo sind eure Ärsche? Ich weiß gar nicht, was wir heute noch machen. Ich warte auf einen Call von einem Kollegen, der auch hier in der Nähe spielt, in der Serie A. Der wollte noch raus und vielleicht gehen wir auch einfach nur was essen. Wir haben heute zu Nobu und morgen auch. 007. Für alle, die noch ein bisschen Content sehen wollt, geht auf Snapchat, sydney.eweke. Wir gehen vielleicht noch mal raus, ich kann es nicht versprechen, wenn wird eh nicht so viel gefilmt. So, es ist jetzt
4:27 Uhr. Ich grüße noch meinen Sohn zu. War aber sehr cool heute. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich fand es auf jeden Fall, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Safe hat sich gelohnt. Sowas live zu erleben, passiert nicht alle Tage. Jo, ich würde sagen, wir sehen uns morgen im nächsten Video. Noah hatte gestern Spiel in Rennen, Euroleague. Noah sehen wir morgen. Wir sehen morgen Tino. Der hat heute gegen Idiger. Tino hat heute gegen Lazio gespielt. Also Lazaro, mit dem ich früher zusammengespielt habe. Der kommt auch nach Mailand. Und da machen wir was Cooles. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen im nächsten Video. Einmal da, wir sehen in die Kommentare, wer bis zum Ende geguckt hat. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Lass dich weiß nur sich raus, ich bin dein Wingman. Check mit Karten auf und was bist du drehen? Mit dem Regen kann ich yeah. Deinen Baum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bro.